Ja, würde sagen, da sind wir wieder. Ja, einmal kurz ein Foto geschossen hier, einmal kurz die Kameraeinstellung überprüft. Ich hab die Kamera jetzt minimal höher gemacht, weil der Horizont ist schon da, aber ihr könnt ein bisschen mehr dabei sein. Ich hoffe, es passt ein bisschen besser jetzt. Ein bisschen nachjustiert und ja, gucken wir mal. So, ja, wenn ich Tacho anmache, habt ihr gleich gesehen, glaube ich, hier. Einmal kurz Zündung an hier, zack, so fährt sie hoch hier, Aprilia, BioRacer. Ja. Dann fahren wir mal. Kali Motor hat sich auch wieder gefangen jetzt hier. Wollte mit mir irgendwie immer wieder zum alten Wegpunkt zurück. Das hasse ich so ein bisschen bei der Software hier. Jetzt haben wir es hier. Fahren wir hier runter Richtung Freinol. Gucken. So, Tankrucksack ist zu, alles hier. Okay. Ja, Tankrucksack muss ich mal gucken. Tankrucksack, da habe ich jetzt noch den, den ich hier drauf habe. Der gefällt mir ganz gut soweit eigentlich. Optisch sieht er gut drauf aus hier, aber ich hänge hier vorne mit meinem Oberkörper hier nicht am Tank, sondern hänge am Tankrucksack. Das gefällt mir nicht. Ich muss da gucken. Ich habe jetzt auch noch den Daypack rumfliegen von der BMW, ob ich den hierfür nehme. Wie er optisch aussieht. Einfach mal ausprobieren so ein bisschen hier. Ach, hier wollte er rechts mit mir. Ja gut, mit der BMW hätte ich jetzt hier gedreht hier an der Stelle. Gucken, wie wendefähig diese Maschine ist hier. Wie ich mit der hier drehen kann. Ja, Wenderadius. Ja, wie an der Yamaha. Geht. Passt. Okay. Wir fahren nach Enkhausen, Meschede, Schüren zum Flugplatz. Gucken wir mal. Flugplatz hört sich gut an. Könnte ein paar schöne Bilder geben. Aber hier war ich noch nicht. Alles neue Strecke hier. Ach, hier oben, ach. Da oben ist der Flugplatz, okay. Dreckig. Also die Seite, wo dann die Felder hier ein bisschen hier bearbeitet werden. Wie viel Dreck auf der Straße hast teilweise. Die Leute gucken, ich höre das gar nicht vom Motor, dass es so laut ist hier. Enkhausen. Hallöchen. Ja, bin ich noch nicht gewesen hier, in der Ecke hier, an der Stelle hier, die Strecke hier. Die Strecke. Ach, wir sind hier vorne am Hennesee, glaube ich. Am Hennesee. Vor uns müsste der Hennesee sein leicht. Das habe ich ein bisschen in die Strecke mit reingenommen. Ich glaube ja. Jupp, hier ist der Hennesee. Guck mal.
Hennesee hier. Das ist der Hennesee. So, ich glaube, wir werden da vorne da mal vor Brücke anhalten gleich. Aber ich lasse euch dabei. Alles gut. Nur mal kurz ein Foto schießen hier. Auf der Brücke hier. Von der Schokoladenseite mit Auspuff. Ich mache immer irgendwie Bilder von der linken Seite, irgendwie von der rechten Seite so gut wie gar nicht. Wobei die rechte Seite viel schöner ist. Mal noch kurz drauf hier, verbotenerweise. So ein bisschen kurz hier. Kurz hier anhalten hier. Und auch mal schön ein Foto machen hier. Ja, bleibt ruhig dabei. Bleibt ruhig dabei. Ich bin ruckzuck fertig hier. Das ist das Schöne an der Halterung hier. Klack, klack, abmachen. Klack, klack, Foto. Das ist gut. Richtig schön. So, einmal so. Von vorne so ein bisschen hier. Aber meinen geilen Arsch ein bisschen hier. Hinten fotografieren. So, und weiter geht's. Ja. Alle grinsen mich an, wenn ich vorbeifahre. Also der Klang muss von außen wohl schon hörbar sein. Also ich höre es nicht über meinem Helm hier. Also würde mich ja echt mal interessieren, wie der Klang so ist. Gucken, was der Kamera sagt hier. Ja, alles sauber noch. Keine Fliege auf dem Visier. Ist ja gut so. Ja, alles gut. So, weiter geht's. Langsam kommt der Makomak mit der Maschine klar, hier so langsam. Langsam kommt man klar damit. Rohrbach. Ja, wie eine Handyhaltung, mal gucken wie eine Handyhaltung, und mir mal einfallen lassen hier, weil das gefällt mir so noch nicht so ganz, weil ein bisschen schief ist, ein bisschen gerade machen noch. Meistens fahre ich die Handyhaltung auch immer hochkant hier, werde es wahrscheinlich wieder auch hochkant umbauen wahrscheinlich, weil ich da viel mehr sehen kann, mehr Infos habe, als wenn sie so jetzt waagerecht ist. Mal gucken. So, fahren links weiter hier. Und nochmal links.
wir genau hinter dem LKW fahren, ja? Ich freue mich. Also was von. Genau, da will ich auch hin. Könnte ja spannend werden, ja. Von rechts hier. Er bitte nicht. Lass ihn gerade ausfahren. Er fährt links. Noch besser. Die Tankanzeige verfolgen hier. Ich denke mal, da wäre ich so bei der, wie bei der Yamaha, sehr, sehr nah dran kommen, so maximal 200 Kilometer wahrscheinlich. Tankvolumen, müsst ihr mal gucken, was die Maschine hat hier. Ich meine, die hat auch so um die 17 Liter, 18 Liter ungefähr, die glaube ich, die Maschine hier. Und Verbrauch wird ja auch so um die 8 Liter, 7, 8 Liter liegen wahrscheinlich. Und denke ich mal. Aber das sind so Kriterien, das habe ich auch bei der Yamaha nicht verstanden, ne? Weil viele kaufen sich, ich kaufe mir die Yamaha, weil ich daran Spaß habe, weil mir die Maschine gefällt. Wenn ich jetzt nur 200 Kilometer fahren kann oder 160 Kilometer fahren kann, dann ist es halt so, aber das weiß ich ja von vornherein, wenn das so ein Spaßbike ist. Und viele sagen, nee, die kaufe ich mir nicht, weil komme ich ja nicht mit weit hier, dann müsst ihr euch eine Adventure ohne BMW oder eine Tourenmaschine. Kawasaki, wie ja immer. Ja, wird das ja nicht. Wie ich von angehalten habe, habe ich direkt gemerkt, wie die Sonne dann auf meinen Schädel geballert ist. Während der Fahrt geht, während der Fahrt hier, richtig angenehm. Ich weiß gar nicht, wo ich Temperatur habe hier, wo man den nachlesen kann jetzt hier. 78 Grad sehe ich gerade hier, Wassertemperatur, aber Außentemperatur. Müsste ich mal gucken hier. Kann man bestimmt auch irgendwo einsehen hier. Mal ein bisschen mit beschäftigen, so ein bisschen hier. Backstube. Ja, es ist schön. Oh, das ist ja unten raus. Das ist schon faszinierend. Altenfeld. Da vorne geht es an der Linksseite, da vorne. Hier rein. Warum auch immer, wenn man hier rein möchte. Weit wieder rein mit mir. Okay. Richtung Elbe, Richtung Gevelinghausen. Eine schöne Strecke ist. Einverstanden. Nicht gegen Wehren. So, weiter geht's.
muss den ganzen Fahrstil hier komplett neu arbeiten, überarbeiten an der Maschine hier. Also es ist halt, ja, ich würde sagen, sehr, sehr entspannlich hier gelegt. Und die Yamaha vorher die MT-10 SP, die ich vorher gefahren bin, halt, die war da ein bisschen entspannter von der Lenkradhaltung her, vom Sitzen her. Du hast da sehr, sehr aufrecht gesessen. Du hast da sehr, sehr aufrecht gesessen. Aber ist ja genau das, was ich wollte hier. Ich wollte nichts richtig Sportliches. Und hier bin ich genau da angekommen, wo ich hin wollte. Also ist schon wirklich. Es passt. Aber die Maschinen haben beide einen komplett anderen Charakter, die Maschinen. Die MT-10 ist ganz anders als diese hier. Aber vom Motor her würde ich sagen, hat die MT-10 keine Chance gegen diese hier. Seitdem du hast einen guten Fahrer halt, dann bist du mit der MT-10 auch wirklich gut dabei. Brauch nicht überreden. Das ist einfach so. So, Kollege. Auch Wetter am Ausnutzen, genau richtig so. So muss das sein. Noch 1 Kilometer fahren wir rechts hier vorne. Ja, wenn ich Glück habe, kriege ich gleich an die Wolse gleich schon ein Brötchen. Ein Stück Fleisch vielleicht gleich schon. Ich habe jetzt schon Hunger irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auch wenn wir jetzt 11 Uhr haben. Knurrt mein Magen schon sehr. Vom Gefühl her sind wir in einer halben Stunde da am Diemelsee, würde ich sagen, vom Gefühl her. So lange dauert es nicht mehr. Fahrt Richtung Olsberg gesperrt. Okay, ja, wir müssen eh vorne rechts rein. Dann passt das doch. Haben wir da ja alles richtig gemacht. So, sind wir gleich im Partydorf in Willingen. Wenn ich schon mal hier bin, dann fahre ich auch mal ein bisschen an die Piste hoch, so ein bisschen. Durch einen Tunnel, den die meisten gar nicht kennen so richtig hier. Aber kann man auch mal ein schönes Bild machen mit dem Moped hier im Tunnel, so ein bisschen. Gerade mit den Scheinwerfern hier. Finde ich das so geil. Gucken wir mal. Wenn wir schon mal hier sind in Willingen. Dann machen wir es auch. Nehmen wir euch mit. Ich komme mit dem Fuß kaum auf den Boden hier. Also schön Bodenfreiheit hier. Also Fußrasten sind viel höher hier auch als an der Yamaha. Ja, ich bin gespannt. Auf der Rennstrecke auch so. Wie die sich dann zum ersten Mal macht, die Maschine hier. Vom Gefühl her. So, willkommen in Willingen, Partydorf Willingen. Ja, jetzt hier ist Wochenende Party. Da geht es mal auf die Hütte hoch, auf die Erdelsbergshütte. So, fahren wir hier rechts rein zur Seilbahn. Ein paar Bilder schießen hier. Einmal links rum hier. Das verstehe mein Freund hier, danke. Aber schön rechts rein hier. So, ja.
schön was los hier. Alle wandern wahrscheinlich da oben. Wir wandern auch hier. Aber in den Tunnel. Einmal kurz ein Foto schießen. Aber schön, hier ist das Skigebiet, die Skiwiese ist hier vorne. Mal schön vorne rechts rum hier. Hier laufen die Lifte. Also Wanderer hier, Biker. Bikepark ist ja auch hier. Ja, hier ist der Tunnel hier vorne. Na, gucken wir mal. Mal jetzt reinstellen gleich hier. Aber ich will ein Foto machen hier. Aber ich will ein Foto schießen mit der Maschine hier. Gucken wir mal kurz hier. Da. Müsste so passen eigentlich. Foto schießen hier. Ganz schnell. Na, gucken wir mal hier. Herrlich. Schau mal an. Herrlich, 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 herrlich. Zack. Abdunkeln. Jawohl. Das Licht ausschalten, ne? Na komm. Sieht noch schön aus mit dem Licht. So, fahren wir wieder weiter, bis da oben hin. So, wenn wir ein Foto machen können, da oben. Ja, hier oben ist das Hotel, hier oben. Hier. Da sind sehr viele Holländer. Hier oben geht es an die Seilbahn hoch hier. Aber ich drehe jetzt wieder hier, weil wir schon zurück hier. Durch. Ah. Der Lenkerschlacht ist schon ungewohnt. Wenn du die BMW fährst, lenkst du rum und rum. So. Einmal Sound, Aprilia-Sound. Der Sound ist echt schon einzigartig mit dem Serienauspuff, Leute. Mit dem Serienauspuff. Ist ja Wahnsinn. Da ist ja richtig was los hier im Dörfchen. Mitten in der Woche, auf einem Dienstag. Immer wieder dienstags. Am ersten war sonntags, ne? Kommt die Erinnerung. Diddle diddle ding 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 ding. So. Fahren wir da rüber, ne? Fahren wir da rüber. Die Hauptstraße. Tenne vorbei, wo wir ja auch schon mal hier und da. Mal Pausen machen mit Kollegen hier, wo man auch sehr gut essen kann, wirklich schnell essen kann, draußen essen kann. Richtig schön dort. So, tanke ich jetzt oder tanke ich später? Ich überlege gerade noch, weil da hinten kommt der Arwald, ne? Ich glaube, ich hau mal ein bisschen Sprit rein hier, vorsichtshalber. Sicher, sicher. Bevor ich nachher nichts finde. Gucken, was sie sich jetzt verbraucht hat, die Maschine bis jetzt. Schauen wir mal. Und dann 9 Kilometer noch gefahren. Also ich jetzt, was er verbraucht hat, wie viel Liter ich nachtanken muss jetzt. Da war ich aber auf 100 verbraucht. Bei angenehmer, entspannter Fahrweise. Schauen wir mal hier. So. Bisschen Sprit hier vorne rein hier. Nur das Gute. Gucken wir mal hier. Super Plus halt, okay.
andere Mal nicht. Okay, sag mal, ich danke mal kurz hier und sag mal, bis gleich.